Hallo und willkommen bei mir, Mefis Bastelecke. Heute möchte ich mit euch diesen Kalender machen, beziehungsweise es ist ein Aufstellkalender mit einem Notizblock. Das Ganze schaut dann so aus, sprich ich kann es entweder so zusammenfalten, dann habe ich es als Notizblock in Anführungszeichen, oder kann es auch eben aufstellen. Und dann habe ich meinen Kalender hinten dran und kann mir hier meine Notizen ganz normal auf meinen Blog aufschreiben und die Blätter dann abreißen. Für die Variante habe ich verwendet dieses Designerpapier fantasievolle Texturen heißt es, glaube ich. Und das passende Stempel- und Standset, fantasievolle Jahreszeiten. Und Jahreszeitenmix eben. Und heute möchte ich aber eine andere Variante machen. Und zwar verwende ich das Designerpapier für die Gastgeberinnen. Und zwar ist es dieses Paket. Ich habe das ja schon öfters mal verwendet gehabt. Ich glaube, in ein oder zwei Videos müsste es auch mit dabei gewesen sein. Und außerdem habe ich das Stempelset Zauberhafte Grüße verwendet. Und zwar verwende ich dem Auge fern, dem Herzen nah. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz schöner Spruch. Und ja, ich habe soweit schon alles vorgeschnitten, ausgestanzt und aufgestempelt, weil ich immer denke, wenn die Videos so lang sind, nur weil ich stundenlang stemple oder stanze, was ihr, denke ich, auch problemlos alleine hinbekommt, habe ich schon alles soweit vorgeschnitten. Die Maße schreibe ich euch in meinen Blog noch mit rein. Den Link stecke ich euch unten in die Infobox. Da könnt ihr vorbeischauen. Aber ich denke, wenn man sich ein bisschen aufs Video konzentriert, dann kann man sich die Maße dann auch schnell mit rausschreiben. Und ich versuche es langsam zu machen. Zum einen habe ich ein kleines Stück verwendet mit den Maßen 1,5 cm x 5 cm. Da kann man ein bisschen variieren. Das verwenden wir hier für die Stifthalterung. Man kann natürlich auch diese vorgefertigten nehmen, aber ich bin immer so ein Fan davon. Ich versuche das immer so ein bisschen Ton in Ton zu halten, beziehungsweise passend zu den Farbkarton und Designerpapieren zu halten. Deswegen habe ich hier eben ein kleines Stück ausgestanzt mit 1,5 x 5 cm. Für den Unterleger, jetzt habe ich meinen Kalender wieder weggelegt, für den Unterleger oder die Mattung unter den Kalender. Der Kalender hat die Maße 5,8 cm mal, ich muss jetzt lügen, 7,5 cm. Nee, falsch. 5,8 cm mal 7 cm. Genau. Und diese Mattung habe ich einen halben Zentimeter größer gemacht, sprich bei 6,3 cm und 7,5 cm geschnitten. Außerdem brauchen wir ein Stück Farbkarton in den Maßen 10 cm mal 16 cm. Das ist für hier für den Aufsteller gedacht, weil ich den ja hier aufkleben muss. Brauchen wir den und einen großen Farbkarton mit den Maßen 16 cm mal 20,5 cm. So, ich habe jetzt nur ein Designerpapierblatt verwendet für hier oben drauf. Wer mag, kann es ja natürlich auch unter den Kalender machen. Unter den Blog machen. Finde ich, ist nicht unbedingt notwendig. Ich denke, es reicht eigentlich, wenn man es hinten dran machen oder hinten dran macht, aber bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Da habe ich mir ein Stück Designerpapier mit dem Maß 9,5 mal 15,5 zugeschnitten. Außerdem habe ich mit unserem aparten und entzückenden Etikett einmal das entzückende im Brombeermus ausgestanzt und einmal in weiß das aparte Etikett.
Wie gesagt, den Stempel habe ich schon aufgestempelt, damit das Ganze nicht so lange dauert. Außerdem habe ich einen kleinen Block bzw. Kalender verwendet. Natürlich schon fürs nächste Jahr. 22 ist ja schon so gut wie durch. Ich gucke, dass ich euch den Link unten reinstelle, wo ich die gekauft habe. Wie gesagt, die haben die Maße 5,8 mal 7 cm. Man kann es ja auch entsprechend anpassen, wie es dann ist. Und hier habe ich eigentlich einen ganz normalen Kellnerblock verwendet. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, der hat die Maße 6,8 cm mal 14,3 cm. Notfalls muss man es ein bisschen anpassen, wobei der Kalender jetzt hier an der Seite einen größeren Abstand hat, als ich es normal mag. So, dann lege ich das Ganze jetzt mal ein bisschen auf Seite und nehme mir nur das große Stück her. Das große Stück hat, wie gesagt, die Maße 16 cm mal 20,5 cm. Hier brauche ich einmal das Falzbrett. Und zwar falze ich einmal bei 5,5 cm. Entschuldigung. Bei 5,5 cm. Bei 10 cm. Und bei 10,5 cm. Das ist eigentlich schon das Ganze, wofür wir Schneid- und Falzbrett brauchen. Kurz zuschneiden und falzen. Und ansonsten ist es jetzt eine Sache des Klebens. Jetzt hoffe ich, dass im Kleber noch was drinnen ist. Jetzt falze ich erstmal oder ziehe ich erstmal alle Falzlinien noch mal ein bisschen nach, damit es natürlich auch gut hält dann. Und jetzt ist es prinzipiell nur noch eine Sache des Klebens. Und zwar klebe ich auf das Stück mit dem Maß 10 cm mal 16 cm mein Designerpapier auf. Das kann man mit Tombow machen, mit Abreißklebeband, wie auch immer, jedem, wie er es mag. Natürlich versuchen, das mittig aufzukleben. Okay, nochmal hier mit dem Falzbein drüber. So, dann nehme ich schon meinen Kellnerblock, sage ich jetzt mal her. Ich mache so, dass hier diese Klebeseite auf der linken Seite ist. Das könnt ihr natürlich auch machen, ob ihr es links oder rechts. Aber ich ziehe es eigentlich lieber links ab. Wie gesagt, das bleibt jedem selbst überlassen. Das mache ich dann natürlich auch einmal mit Tombow, der den Geist aufgibt. Und versucht es dann links und rechts mittig zu machen und dann in etwa den Abstand hier von vorne auch zu nehmen, dass ich hier eine schöne Kante jeweils habe. Hinten ist ein bisschen mehr offen. Also hinten, nach hinten ist es jetzt so ein Stück, aber das brauche ich einfach, um hier meinen Aufsteller reinzunehmen. So, dann ist der auch fertig. Dann drehe ich mir das Ganze einfach so um und mache jetzt nur hier auf dieses vordere Teil Tombow oder Abreißklebeband, Snail, was auch immer ihr gern verwendet, und klebe meine Mattungen entsprechend hier bündig, zu dem vorderen Stück auf, dass die Kanten hier unten schön aufeinander liegen. So, jetzt hoffe ich, dass mein Tombow noch mitmacht. Der scheint verstopft zu sein.
ich glaube, ich muss mal meine Kleber alle durchmachen. Und wie gesagt, das klebe ich hier jetzt vorne Ecke auf Ecke, Kante auf Kante, dass es schön sauber abschließt. Bündig hier ran. Und so habe ich nämlich hier schon meine Aufstellfunktion, dass es mir hier so die Karte eben mit rein tut. So, dann klebe ich jetzt noch meinen Kalender auf. Natürlich auch mittig von dem Ganzen. Lass das gleich ein bisschen anziehen. Hier mein Etikett klebe ich mir mit der Menschennetz auf. Ich persönlich finde es immer ein bisschen schöner, wenn das ein bisschen von der unteren Mattung abhebt, in Anführungszeichen. Und klebe mir das jetzt auch hier entsprechend mittig auf. Und dann habe ich überlegt, bei meinem ersten Versuch, ob ich mir das hier zusammentacke, also wenn ich das jetzt um den Stift rum mache, man kann das ja mit dem Falzband schon ein bisschen anrunden, sag ich mal, dann lässt sich es nämlich schöner biegen. Und ich habe erst versucht, dass ich mir das hier zusammentacke, aber irgendwie hat mir das nicht so gut gefallen, deswegen habe ich das einfach mit Tombow ein bisschen zusammengeklebt, habe kurz gewartet, dass der Tombow ein bisschen angezogen ist. Entsprechend kann ich das natürlich auch ein bisschen fester machen oder lockerer machen. Natürlich sollte man es nicht zu fest machen, dass man den Stift noch rauskriegt, aber auch nicht zu locker, dass er rausfällt. Eigentlich so, dass man eine schön hin und her schieben kann, sage ich jetzt mal. Das Ganze habe ich mir dann, muss ich gerade gucken, ja, hier auf die Seite, natürlich sollte man gucken, dass es dann blöderweise auf der anderen Seite ist und der Kalender dann krumm steht, deswegen schon so hinlegen, wie es dann aufgestellt gehört. Da habe ich dann versucht, das Ganze einigermaßen mittig hier aufzukleben. So würde ich das dann machen. So, das halte ich dann ein bisschen fest. So, dass hier jetzt ein bisschen Tombow rausguckt, ist nicht so dramatisch, weil ja immer ein Kalender dann oben drüber kommt. Und den mache ich, wie auch bei meinem anderen Kalender hier, auch mit den Dimensionals. Dann habe ich hier keine blöde Wölbung wegen meinem Stiftehalter, sondern habe das gut kaschiert, nenne ich es mal. Und tue mir hier einfach ein paar Dimensionals hinten aufkleben. Und klebt das Ganze dann hier oben drauf. So. Und zum Schluss
klebe ich noch hier meinen Aufleger. Den klebe ich aber direkt drauf. Einmal daneben. So, und wer mag, kann natürlich noch ein bisschen mit den Glitzersteinen variieren. Ich finde, so ein paar einzelne Glitzersteine, die peppen das Ganze dann immer noch mal ein bisschen auf. Einfach so ein bisschen kunterbunt, in Anführungszeichen, querbeet. Mit aufkleben. Und fertig ist ein Kalender mit Aufstellfunktion und Notizblock. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Wie gesagt, die Maße findest du auf meinem Blog. Ich versuche auch, den Kalender zu verlinken. Mal schauen, ob ich noch finde, wo ich die Notizblöcke gekauft habe. Dann verlinke ich dir das auch mit rein. Und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Nachbasteln und sage bis bald.